Jetzt habe ich hier erstmal wieder alles eingerichtet und so weiter und so fort. Nee, ich und schönen guten Tag und so weiter und so fort. Müssen wir hier nochmal kurz. Macht er das schon? Macht er noch nicht? Dann müssen wir hier mal eben sagen, dass er das bestimmte Fenster erfassen soll. Sagen wir einmal okay und da sind wir doch schon. Läuft. Okay. Nice. Oh, ne, brauchen wir eigentlich. Okay, wir wollen die A10-Kampagne fliegen. Mission 3 sind wir immer noch bei. Schauen wir mal kurz hier in den Missionsplaner. Also, wir fliegen von hier aus los entsprechend und teilen uns dann hier hinten irgendwo auf. Ach du grüne Neune, auf diesem Missionsplan erkennt man nichts. Kalle, moin! TDS-Erstatz, ach was, da hat der Bot da schon wieder reingepusht. Das ist nämlich. Okay, warte mal, DCS. World Agency Red Flag Campaign. Und das ist DCS World. Ja, frag mich nicht, warum der Update. Okay. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Ob er das jetzt so haben möchte oder nicht. Okay. Schauen wir mal. Ich werde den Kalle, moin. Und Pi natürlich, ne? Tachchen. Ich werde den Startup ein bisschen abkürzen. Da werde ich den automatischen nutzen. Nicht, dass wir hier wieder die ersten 20 Minuten sitzen und ich die A10 starte. Und ich habe mir gedacht, das kürzen wir ein bisschen ab. Sodass wir dann entsprechend direkt losrollen, mehr oder weniger, und loslegen können. Ich habe in den letzten Tagen mal so ein bisschen die Tutorials wieder durchgemacht und mich da so ein bisschen wieder vertraut gemacht. Insofern, lasst uns mal schauen, was das bringt. Letztes Mal war die Mission ja nicht so erfolgreich. So, ich brauche nochmal eben eine Frequenz hier raus. So, wo haben wir sie denn? Hier, 144 VHF AM. Okay. So. Da. Ich hoffe mal, er lässt das jetzt zu. Dass er überhaupt die. Ja, okay, also doch die Startup-Checklist. So kurz hier rausklamüsern. Hilft leider nichts. Hier passiert noch nichts. Okay. Ja, jedenfalls muss ich da mal den Game Mode ein bisschen was umstellen. Die brauche ich nicht. Hier. Moin Jens, grüß dich, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich habe mich ja ein bisschen. Alter, ist das laut. Jens, Alter, vielen Dank für deinen Sub. Und du haust hier gleich wieder direkt rein. Richtig coole Geschichte. Vielen, 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 vielen Dank, Alter. Ja, ich habe mich ja ein bisschen rar gemacht, die letzten Tage, Wochen, wie auch immer. Lag halt daran, dass ich ein bisschen viel um die Ohren hatte.
Lamp Test können wir mal auslassen, dann brauchen wir Oxygen und Oxygen Test können wir auch auslassen. Dann machen wir das Camping mal zu. Junge, sind das viele Knöpfe hier? Ja, es geht, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen was zu tun haben, sage ich mal. Ich muss mich jetzt erstmal kurz darauf konzentrieren, dass wir möglichst flink hier die Möhre zum Starten bekommen. So, hier unten einmal Transmit Receive, dann einmal Main und hier einmal Transmit Receive. VHFAM müsste das hier oben sein, müsste auf, steht das schon auf 144? Müssen wir gleich im Flug mal gucken. Weil da müssen wir nämlich unsere Frequenz einstellen. Juli, Alter, auch dir. Vielen, vielen Dank für deinen Sub, Junge. Richtig geil, richtig geil. Sehr cool, dass ihr alle wieder reingeschaltet habt. Ich heiße euch, wie gesagt, herzlich willkommen. Mega, 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 mega. APU Start. Es ist einfach so genial. Ja, APU Generator 12, 13, 14 ist. Ja, moin Juli. Herzlich willkommen. Echt mega, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich freue mich wirklich. Frohen Absturz. Na, ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal, dass wir einigermaßen sauber durchkommen. Ne? Zweihunderteinundfünfzig müsste eigentlich schon UHF, ATC, Nellis Air Force Base. Hawk 2-1, request startup. Ich hoffe mal, das ist nicht zu laut. Ich habe schon länger nicht mehr die Einstellung überprüft. Ja. So, Triebwerk läuft. Triebwerk läuft. Dann das Ganze mit dem rechten Triebwerk. Los geht's. 14, 15, Master Caution, 18, das kommt gleich, wenn die Triebwerke laufen. APU Start können wir gleich entsprechend wieder zurück. Okay. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe schon die einen oder anderen Stream verfolgt. Ihr seid ja schon alle irgendwie im Four, three, LS-19-Fieber, ne? airborne. So ein bisschen. 4-3, passing waypoint 2 at 4000. Alter, ich bin noch gar nicht so weit. Mein Wingman ist schon wieder drauf und dran, hier loszulegen. Okay, das passt, das passt, das passt. Okay, das haben wir. Das haben wir. 15. Ja, 16 haben wir. Haben wir. So, APU Generator off. APU Start off. Das wird auch wieder ein bisschen leiser jetzt. Haben wir das. So, dann. Einmal on. Dann den künstlichen Horizont ancagen. Dann das linke MFCD. Rechtes MFCD. Left clicking twice, natürlich. Einfach alle Knöpfe drücken. Ja, Kalle, das führt meistens leider nicht so zum Erfolg. 22, so, dann 23, 24. IFFCC auf Test in die Middle Position.
dann haben wir hier Preflight Bit Test Enter 26, dann 27 sind die Pitch in Yaw Stabilizer. Sind hier. Haben wir das. Wie gesagt, ich hoffe, ich bin diesmal nicht allzu weit hinterher und wir bleiben zumindest mit unserem Wingman zusammen. Das wäre natürlich mal ganz praktisch. So. 27, 28, den Take-Off-Trim. Pull up, pull up! Ja. Altitude, altitude. Das sind jetzt so einzelne Checks, die durchlaufen. Das ist aber alles kein Problem. 28, 29. Ford 3, passing waypoint 3 at 8000. Da, 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 da. Ford 4, airborne. Load all. So, haben wir das. Da müssen jetzt die Punkte neben auftauchen. Das dauert ein wenig. Bit-Test complete, exit. Ford 4, passing waypoint 2 at 4000. Exit. Haben wir hier nochmal? Ne, okay. 31 Exit, jawohl. 32 Exit haben wir. Dann sind wir hier, müssen wir auf die CDU-Page. 34 müssen wir noch warten, bis das Alignment durch ist. 35, so der TAD, also das Tactical Awareness Display hier links. Steer Point auf Flight Plan. So, dann müssen wir entsprechend hier noch jetzt warten, bis das hier durch ist. Countermeasure. Dodge 1, airborne. On, 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 on. Mode. Oha. Manual. Dafür müsste es auch irgendwo einen Volume-Knopf geben. Hier. Bisschen runter. Ja, ich mach schon leiser. so, das Alignment müsste auch gleich durch sein. Nose Wheel Steering engaged. Haben wir das? Dann brauchen wir. Ah ne, das müssen wir noch kurz warten. Damit müssen wir noch kurz warten. Warten, warten, warten. Dodge 2, airborne. Ja, ja, ja. Dodge 1, passing waypoint 2 at 4000. Ja, das sind die anderen Flüge, die jetzt hier noch unterwegs sind, logischerweise. Da können wir eventuell auch einmal Volume ein bisschen runterdrehen, beziehungsweise das ist auch das hier hinten. Frequency, Preset Channel, Load. Irgendwo muss doch hier auch ein Volume. Ford 4, passing waypoint 3 at 8000. Genau da. So, 4008, das heißt hier einmal auf das, einmal auf das. Dann haben wir das, haben wir das, haben wir das. Dann brauchen wir einmal das. Noch irgendwas. Anti-Skid, 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 Anti-Skid. Wo war's? Anti-Skid, so. Dann einmal. Den. Lucy 1, airborne. Point 2 at 4000. Den. Und das. Ford 3, passing waypoint 4 at 11000. War es. Schon läuft die Kiste. Schon ist gut, ne?
Das ist Air Force Base. Fog 2-1. Request taxi to runway. Dann rollen wir mal los. Wir wollen ja noch ein bisschen was schaffen heute, ne? Jo, unser Flügelmann hinter uns kommt mit. Vorne fliegen andere Flüge, die vor uns noch andere Aufgaben ausführen. Ebenfalls dahin. Ach ja. Ja, so, warte mal, das können wir ein bisschen runterdrehen. Dodge 1, passing waypoint 3 at 13,000. So, wir haben hier einen relativ langen Taxi-Weg bis zum Runway. Hoppala. Ja, meine Flugpedale sind irgendwie noch so ein bisschen tüdelig, muss ich sagen. Also so ganz genau sind sie halt nicht. Deswegen schlendere ich immer so ein bisschen durch die Gegend. Aber ich denke mal, es sollte alles kein Problem sein. Ja, also wie gesagt, ich habe die Tutorials nochmal durchgemacht und mich so ein bisschen nochmal mit den Systemen vertraut gemacht. In der Hoffnung, dass ich das jetzt ein bisschen besser hinkriege. So, vor uns sind dann noch zwei F-16. Dodge 2, passing waypoint 3 at 13,000. Die jetzt abheben. Ist unser Flügel eigentlich hinter? Ne, wo ist er denn? Ah, der ist nicht ganz so schnell, ne? Naja. Halb so wild. 4-4, passing waypoint 4 at 11,000. Und ich glaube, im Zusammenschnitt von der Mission werde ich dann entsprechend nochmal wieder auf YouTube hochladen. Damit wir da auch mal wieder ein bisschen was haben. Colt 2, airborne. Colt 1, passing waypoint 2-1, request takeoff. Habe ich überhaupt die richtige Tower-Frequenz? Irgendwie habe ich das Gefühl. Weiß ich auch nicht. Ich habe so das Gefühl, dass wir gegebenenfalls nicht auf der richtigen Frequenz sind. Aber naja. Ford 3, passing waypoint 5 at 24,000. Müssen wir gleich dann nochmal checken. So, Nose Wheel Steering ist aus. So sehen wir es jetzt hier. Uzi 1, passing waypoint 3 at 13,000. Nicht allzu sehr die Nase hochziehen. Das war das Problem, ist ja eben mit dem Heck aufsetzen. Das ist irgendwie nicht so praktisch. Passing waypoint 2 at 4,000. Das ist immer ein bisschen blöd mit dem Mikro hier, mit dem Head-Tracking-System, weil der ist halt auch eine verbindende, direkte Dodge 1, passing waypoint 4 at 15,000. Angewiesen.
Okay, so, dann gucken wir mal, steigen wir auf Höhe. Können das Targeting-Pod schon mal anschalten. Das werden wir gleich dann nochmal schon mal ausnullen, genauso wie die Mavericks, dass die schon mal hochfahren können. Uzi 2, passing waypoint 3 at 14,000. So, dann A, B, C, D. Gegenmaßnahmen. So, 2 hebt jetzt ab, das heißt, wir drehen hier einfach nochmal eben eine Schleife, damit unser Flügel mal aufschließen kann. Dodge 2, passing waypoint 4 at 15,000. Colt 1, passing waypoint 3 at 13,000. Wie gesagt, dann geben wir unseren Flügel mal die Chance aufzuschließen, indem wir hier einmal eine Schleife drehen und Ford 4, passing waypoint 5 at 15,000. Dann gleich wieder unseren eigentlichen Weg aufnehmen. Passing waypoint 6 at 26,000. Ford 3, on station at Bulls 084 for 100 at 26,000. Okay. Dann. Passing waypoint 3 at 13,000. Werden wir unseren Weg mal antreten. Durch den sogenannten Sally-Korridor, über den bei Red Flag-Übungen quasi Ford 4, passing waypoint 1, passing waypoint 4 at 15,000. Alter Schwede, was ist denn hier los? 094 for 90 at 18,000. So. Einmal den Autopiloten rein. 144,00, genau. Hier mal 300, 251, okay, da schauen wir dann mal. Okay. Ja. Autopilot aus hier. Wenn euch irgendwas interessiert, ihr Fragen habt oder sonst irgendwas, ne, dann beteiligt euch gerne am Chat. Ansonsten erzähle ich dann irgendwie wieder was, wenn es interessant wird. zack. Zack. So. Auf 8000 Fuß, glaube ich, sollten wir anfliegen, ne? Deswegen ist der Marker davor noch ein bisschen vor unserer Position. Autopilot.
Und wir können uns dann mal den zwei Slow den Systemen widmen. Soweit. Okay, Flügelmann ist da. Das ist der kleine Punkt da hinten. Der ist aufgeschlossen. Und jetzt fliegen wir ins Zielgebiet, was ungefähr hier hinten irgendwo sein wird. Hier fliegen befreundete Einheiten entsprechend. Ne, das ist hier der Sally-Korridor. Die fliegen von hier aus ins ins Übungsgebiet ein und dann eben entsprechend hier auf die Ranges. Und ich schätze mal, dass die Reaper-Drohne hier unser Forward Air Controller ist. Das heißt, von dem werden wir unsere Ziele bekommen. Ja. Zack. Ach genau, wir können schon mal das können wir das machen. Das machen wir gleich. Müssen wir gleich mal gucken. Aber wir kriegen von unserem Forward Air Controller Koordinaten, nach denen wir entsprechend dann fliegen können. Ich glaube. So, jetzt hat er es, ne? Oder? Ne. Naja. Müssen wir gleich mal reingucken, in welchen auf welchen Wegpunkt wir uns dann anmelden können. Schauen wir gleich mal. Jetzt gehen wir erstmal hier auf Wegpunkt 3 ein. Ich glaube, Nellis hat, glaube ich, 255 als Frequenz. Na, müssen wir mal, wie gesagt, dann können wir mal gucken, dass wir auf dem Rückweg dann die richtige Frequenz drin haben. Das lässt sich ja im Briefing jederzeit nochmal nachholen. Altitude, Altitude. Ja. Pull up, pull up. Alle wieder wach. Sehr gut.
So, Flügelmann läuft noch, lebt noch. Altitude, altitude. Manchmal hatte ich es so, dass der Flügelmann tatsächlich. Danny, moin, grüß dich, herzlich willkommen. Dass der Flügelmann einfach in den Hügel geflogen ist. Das war natürlich nicht so geil. So, 9000 Fuß, okay. Und läuft alles? Ja, es ist so, ne? Ich war auch nicht ganz sicher, ob ich noch weiß, wie das geht alles, ne? Aber prinzipiell soweit so gut, soweit so gut. Der Streamboard hat ein paar Probleme gemacht, den musste ich erst nochmal in das Setup-Wizard drüber laufen lassen, aber vom Prinzip her alles bestens. Okay, wir können schon mal Master Arm einschalten. Laser brauchen wir nicht, weil wir nichts haben, was irgendwie lasertechnisch verhackstückt werden könnte. Wir haben CBUs, wir haben Mavericks. Okay. Weißt du, steht da immer noch Scan? Boah, das gibt's doch nicht. Also eine Pause. Dann habe ich vielleicht vergessen. Ah. Okay, ja, ich habe es vergessen. Ich habe wieder vergessen, bei Steam auf Informationen aktualisieren zu drücken. Daran habe ich mich irgendwie immer noch nicht gewöhnt. Wegpunkt 4, achso, da links. Ja, also ich habe bei Steam ein bisschen gepennt. Fünf ist Marshall, okay. Passt, 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 passt. Proceed. Okay, wenn er meint. Von mir alles bestens. Danke der Nachfrage. Die Jungs schlafen ruhig und selig nebenan, hoffe ich mal. Und dort können wir uns nicht beklagen, tatsächlich. Alles bestens. So, Mudspike heißt, dass wir jetzt gerade von einem Bodenradar angestrahlt wurden. Dementsprechend gehen wir aber auch gleich wieder ein wenig runter. Ich frage mich vor allem, warum. Na, weiß ich auch nicht. Von 5, 6 ist Push, IP-Check 7. Okay. Wir halten mal direkt auf Wegpunkt 5 zu.
glaube, ich will noch mal ein bisschen tiefer gehen. Damit wir möglichst unentdeckt anfliegen können, ne? Logischerweise. So, unser Flügelmann ist da. Hoffen wir um die feindlichen Jäger, kümmern sich unser Begleitschutz bzw. unsere anderen Packages hier aus dem Flug. Sollte aber eigentlich der Fall sein. Ja, und dieses Jahr soll ja noch die Tomcat kommen in Early Access. Bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich schon vorbestellt. Ich glaube, da ist es wieder was, wo man viele Stunden drin versenken kann. Moin Falke, grüß dich. Herzlich willkommen. Und der Escape from Tarkov Vibe steht natürlich bevor. Ne? Das ist für diejenigen, die es von euch interessiert. Wird auch sicherlich wieder großartig. Was musst du Leute machen? Ich habe die Aufgabe, eine Artilleriekompanie anzugreifen, die gerade eine Stellung verlegt. Über dem Zielgebiet fliegt eine Drohne, eine Predator-Drohne, und bei dem Controller werde ich mich noch anmelden. Der wird mir entsprechende Zielinformationen geben. Und dann werden wir hoffentlich unsere Ziele entsprechend aufklären können und bekämpfen können. Das ist letztes Mal ziemlich in die Hose gegangen, weil ich mit dem ganzen Waffensystem und so weiter gar nicht mehr so wirklich vertraut war. Ja, dementsprechend war das nicht so von Erfolg gekrönt. Wir gucken mal, wie das heute läuft. Ich bin da erstmal ganz zuversichtlich. Ja, doch, doch. Heute, wie gesagt, ich habe dir eben schon erzählt, dass ich zwischenzeitlich die Tutorials nochmal gemacht habe, also die Trainingsflüge gemacht habe und mich mit den ganzen Waffensystemen nochmal vertraut gemacht habe. Zumindest so rudimentär, wie es eben geht. Das heißt, ich fühle mich ganz gut vorbereitet auf den relativ einfachen Task, der uns jetzt ja zugegebenermaßen bevorsteht. Mal gucken, was wir haben. Vier Mavericks dabei, das heißt, da werden wir erstmal gucken, dass wir damit die mögliche Luftabwehr, die dabei ist, ausschalten, wenn wir sie dann aufklären können. Insofern schauen wir mal. Weil damit können wir ein bisschen aus der Distanz anfangen. Und alles, was dann eben noch übrig ist, ist tatsächlich MG-Flugabwehrfeuer, und
Ja, wenn man sich da nicht ganz blöd anstellt, dann ist man davor eigentlich relativ geschützt. Letztes Mal ist es zum Beispiel daran gescheitert, dass ich nicht wusste, dass die Streubomben, die ich unter den Flügeln habe, tatsächlich auch eine entsprechende Mindestabwurfhöhe haben. Habe ich mich nicht so richtig dran gehalten und sie einfach irgendwie abwerfen wollen, aber das hat halt nicht so richtig funktioniert. Dementsprechend, ja, war das halt nicht so toll, ne? Aber wie gesagt, dieses Mal wird alles besser, ich bin mir da sehr sicher. Was heißt jetzt? Ich bin da ganz zuversichtlich, sagen wir es mal so. Wir werden es gleich sehen, ja, auf jeden Fall. So viel Flugzeit haben wir ja gar nicht mehr. Hast du durchaus recht, Danny. 3 Minuten noch bis Wegpunkt 5. Dann. Ich muss mal ganz kurz nochmal in das Briefing gucken. Bla 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 bla. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es hier? SP7, okay. SP8. Von zwischen 7 und 8 sollen wir auf den Air Controller. Okay. Also zwischen 7 und 8. Jetzt sind wir gleich bei Wegpunkt 5. Danach kommt dann 6, 7. Ab 7 melden wir uns dann beim Drohnenpiloten an und der wird uns dann hoffentlich Ziele zuweisen können. Wir werden sehen. Flieger gibt es auch noch, sehr gut. Das sind jetzt Callouts mit Geländemerkmalen und Orientierungspunkten, wo die anderen Flieger entsprechend gerade sind. Müssen mal gucken, auf welche Bedrohung wir entsprechend reagieren müssen. Es gibt ein paar Bodenluftstellungen, es gibt auch ein paar Luftabwehrjäger, um die sich aber eigentlich andere Flieger kümmern. Insofern schauen wir einfach mal. Das finde ich halt bei einer Red Flag Kampagne, egal ob das eine A10 ist oder eine Mirage oder was auch immer, finde ich das ganz cool, weil die Trainingsabläufe quasi mehr oder weniger realistisch ihrem realen Vorbild nachempfunden sind. Das heißt, diese Missionen sind so gut es geht an einem echten Red Flag Exercise in der Übung mit den Regularien und Abläufen etc. orientiert und das finde ich eigentlich ganz cool. Man merkt es eben auch an, ne? Die Atmosphäre ist entsprechend. Es passt halt einfach irgendwie. So. Wir sind jetzt gleich am Orientierungspunkt 5.
1,5 Meilen. Sind schon mal auf 6. Dann hätten wir ihn auch schon früher machen können. Ich weiß gar nicht, ob wir auch irgendwelche anderen Callouts haben. Nee, nicht wirklich. Mal eben kurz gucken, ob wir hier noch einen Airwax haben. Nellis Air Force Basing. Nellis Air Force 327, haha, siehst du. Irgendwo muss es hier, glaube ich, mit drin stehen. Es gibt eine E3, aber ich weiß nicht, wie deren Frequenz ist. Das heißt, ich kann gar nicht horchen. Okay. Macht ja auch erstmal nichts. So, und das ist so eine Regel. Manchmal springt der Navigationspunkt so voll in eine merkwürdige Ecke, wo ich das nicht nachvollziehen kann. Ja, weil wenn man jetzt hier unten auf die Karte guckt, da ist er so oben bei dem inneren grünen Kreis. Und hier vor uns ist er aber so halb rechts. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, jetzt hat er sich wieder. Also, das ist. 21, running in. Merkwürdig. So, Fans in, das heißt, unsere Begleitflugzeuge sind jetzt dabei, sich auf der. Für die Übungen mit scharfer Munition anzumelden. Und das bedeutet eben dieses Fans-In. So. IP-Check. Das heißt, am nächsten Wegpunkt werden wir uns auch mal bei unserem Air-Controller melden. Dodge One, passing Irish. Ich hoffe mal, die werden gleich von unseren Begleitjägern beschäftigt. Wir nehmen mal ein bisschen Tempo raus, dass wir da entsprechend den Jägern ein wenig Vorlauf lassen. Uzi 2, SA 19, west of Belted Peak is down. Also da oben läuft schon der Luftkampf. Und da oben jetzt. Haben wir vielleicht gerade gesehen. SA-19 and FIBA is down.
Das ist ein bisschen merkwürdig, ne? Die Kondensstreifen, wenn ich jetzt hier so nach vorne gucke, sieht man sie. Wenn ich so nach oben gucke, sieht man sie nicht. Gehen wir mal wieder auf Luftbedrohung beim Jammer. So, Boden-Luft-Stationen wurden bekämpft. Das heißt, wir haben hoffentlich relativ freie Bahn. Schauen wir mal. Ja, da vorne ist Altitude. Die mit 29. Die hoffen, Altitude. Pull up. Na, ist ja gut. Wir halten uns hier mal schön in den Boden hier. Altitude. 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 So, ich glaube. Altitude. Ja, da vorne ist dann immer noch feindliche Jäger, aber da können wir jetzt erstmal nichts dran ändern. Gleich mal gucken, wo wir jetzt. Wo wir jetzt hier unser Ziel finden, beziehungsweise. Die Position finden. Altitude. Anfangen, Ziele zu bekämpfen. Colt 2, North SA-11 is down. Pull up. Sagen wir, melden uns schon mal beim JTAG. In Field 8-1, this is Hog 2-1-2, 8-10. Papa Bravo 1-4-6-3 at 6,000. Armed with AGM-65H, AGM-65D, CBU-97, 2,300 gun. Time on station is 0 plus 45. Available for tasking, what do you have for us? Egress south. RP2, IP, running in.
Advise when ready for remarks and further talk on. So, das heißt, wir haben jetzt Kontakt zu unserem Air Controller aufgenommen. Ready to copy remarks. Use CBU-97. Wind 108 at 3 meters per second. November 1, 6, 4, 4, 6, 1, 9. Readback correct. Hog 2, 1. Standby data. Report IP inbound. Dodge 2, Dodge 1, IP running in. So. Altitude, altitude. LKW, LKW, LKW. Jetzt sehen wir nichts mehr, weil wir gleich wieder. Das Problem ist, jetzt sehen wir gerade nichts mehr, weil das Objektiv von der Tragfläche verdeckt wird. Das sollte sich aber gleich wieder erledigen. Dodge 1, bombs away up the north. Go on, center GCI is down. Kam es gut an? Scheinbar geht das Ding schon wieder nicht.
Zack. Okay, noch ein Anflug. Wir wissen jetzt ja, wo sie sind. Ja, Loot Danny, wie gesagt, ich glaube, da besteht wieder mal ein Problem mit dem Overlay. From the north. Hog 2-1. Abort, abort, abort. Hog 2-1. IP inbound. Hog 2-1. Continue. Mark is on a deck. Hog 2-1. In from the west.
1. Cleared hot. So, dann hauen wir da gleich nochmal eine rauf. Wenn ich hier sind, leckt mich doch. Hog 2-1. Target is not destroyed. Clear to re-attack. Ja. Hog 2-1. IP inbound. Hog 2-1. Continue. So, das heißt. Ship 6 on station, hold time plus 20. Mark is on a deck. Hog 2-1, in from the north. So, die stehen dann nämlich alle vor der Brücke. Das heißt. Hog 2-1, cleared hot. Mit dem Anmelden bei dem Air Traffic Controller vergesse ich tatsächlich. Das ist schon nicht. So. CCRP. Müssen wir aber, glaube ich, nochmal eben wenden. Wir müssen vor allem höher gehen. Mark is on a deck. In from the east. Cleared hot.
mal gucken. Das wär's. Dann haben wir tatsächlich noch ein paar Waffen, die wir Hog 2-1. We are at the end of Vol and are checking out. Stay safe down there. Hog 2-1. You may depart. So. Ziel ist zerstört, wunderbar. Wir werden entsprechend. Ah, okay. Nach rechts abdrehen und zurück zum Stützpunkt fliegen. Ist auch noch da, okay. Das war ja jetzt erstmal gar nicht so schwierig, ne? Letztes Mal die Schwierigkeit war ja auch eher dass wir mit den Bomben nicht so richtig umgehen konnten, ne? Oder dass ich mit den Bomben nicht so richtig umgehen konnte. Und das hat jetzt aber ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Also fand ich zumindest. Ich meine, unsere Ziele sind eine brennende Fahrzeugkolonne. Insofern haben wir, glaube ich, nicht so viel verkehrt gemacht. So, dann gehen wir mal kurz hier. 3, 2, 7. War das 3, 2, 7? Quatsch. Zack, wenn wir hier kurz gucken. 3, 2, 7, jawohl. Müsste der Tower sein. Dementsprechend haben wir jetzt aber erst noch mal ein bisschen Ach guck, jetzt hat er hier auch umgeschaut. Dementsprechend haben wir jetzt auch ein bisschen Abflugzeit hier, ungefähr ganz entspannt. Ich glaube, genug Treibstoff haben wir auch noch. So, okay. Müssen wir den Vogel noch wieder heil nach Hause bringen. Wir haben noch 4 Mavericks und 2 Bomben, glaube ich. Oder? Ja, tatsächlich. Aber das macht ja nichts. Ich weiß ja nicht, ob wir tatsächlich noch mehr hätten zerstören können. Hätten bestimmt. Ich glaube, so ein paar, zwei, drei Fahrzeuge gab es da noch. Aber ich fand das so jetzt erstmal für den Anfang gar nicht so schlecht. Alles in allem. Die Missionen nehmen ja auch von Mission zu Mission mit nach Schwierigkeitsgrad zu. Also
Da wird ja sicherlich noch einiges auf uns zukommen. Aber warum hat er das Targeting-Pod nicht so richtig aufgefasst hat? Das ist mir noch ein Rätsel. Nur demnächst mal nochmal, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit vielleicht auch nehmen kann, um Ziele aufzufassen, müssen wir mal ausprobieren, was da los war. Weil eigentlich ist die Prozedur ganz einfach. Ja, denn ich glaube, bei Loots muss ich mich tatsächlich dann auch mal nochmal anmelden. Also mal einloggen und mal gucken, was da los ist. Da war ich nämlich auch schon länger nicht mehr eingeloggt, muss ich sagen. Dementsprechend kann es sein, dass dieses Overlay gerade irgendwie nicht funktioniert. Unmöglich. Okay. Gut. Achso, da läuft hier über den Berg. Ja, stimmt, wenn alles gehen will. Ja, hast du wohl recht, ne? Nach einiger Stream-Abstinenz, das ist eine Katastrophe, wenn alles auf Anhieb wieder funktionieren will. So, was ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht gemacht habe, ist den Wingman eingesetzt. Ne? Mein Flügelmann hat noch seine komplette Bewaffnung. Den hätte ich natürlich einsetzen können, um zum Beispiel Boden-Luft-Bedrohungen zu bekämpfen, wobei da jetzt tatsächlich gar nicht so wirklich was war. Dankenswerterweise sind die Fahrzeuge auch einfach auf der Straße stehen geblieben. Das hat es natürlich für die Streubomben extrem einfach gemacht. So. Ja, dann müssen wir den Vogel jetzt ja tatsächlich nur noch heile wieder runterbekommen. Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Und wie gesagt, ich schneide den Stream dann nochmal zusammen, sodass man dann, dass ihr dann auf YouTube quasi nochmal die etwas kompaktere Version sehen könnt. Da werde ich hoffentlich auch so ein paar Außenansichten mit einbauen können, etc. Ja, einfach, dass es ein bisschen ansehnlicher wird, sagen wir es mal so. Nicht ganz halt nur aus dem Cockpit. Wenn DCS der Meinung ist, den Track sauber abspeichern zu wollen, das ist auch mal so. Wenn man den nämlich wiedergibt, dann kann man sich quasi die Mission nochmal vom Computer gesteuert angucken. Nur manchmal vertüdelt er dann so ein paar Sachen. Und es ist nicht das gleiche Ergebnis, wie wenn du selber geflogen bist. Das ist ein bisschen. Ja. Naja, was willst du machen? Wir werden es sehen. Ausprobieren werde ich es. Ich wollte es jetzt ein bisschen reinschneiden, damit es dann mal so ein bisschen abwechslungsreicher wird. Ich denke, das werden wir hinbekommen. Ich glaube,
Den können wir jetzt mal ein bisschen leiser stellen. Ja, und wie gesagt, dann bin ich sehr gespannt, was uns in den nächsten Missionen noch erwarten wird. Da kann ja noch einiges kommen, ne? Mit so einem relativ ungeschützten Artillerie-Konvoi angreifen ist ja jetzt, ich sag mal, nicht weiter wild gewesen. Werden wir mal sehen, was uns da noch so erwartet. Ist ja erst Mission 3. Der Red Flag Kampagne jetzt gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen sie insgesamt hat. Ich denke, da werden wir uns davon überraschen lassen müssen. So, die Lichter haben wir gar nicht eingestellt. Ne? Position Flash, Anti-Collision. So, drei Wegpunkte haben wir jetzt noch vor uns. Und dann, wie gesagt, heißt es tatsächlich dann nur noch den Vogel landen. Ich kann schon mal so leicht nach halb rechts schwenken. Ja, und wie gesagt, die F-14 Tomcat habe ich vorbestellt, soll ja dieses Jahr noch in Early Access gehen. War für mich auch tatsächlich ein Kauf, wo ich echt nicht überlegen musste, da meine erste Flugsimulation war F-14 Fleet Defender. Da ging es eben auch um die F-14 Tomcat. Deswegen, es ist so ein bisschen nostalgisch, dass es jetzt die F-14 von Heatblur geben wird. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Und ich freue mich halt riesig drauf.
ich habe im Discord ja vorhin mal den Release-Trailer oder den Preview-Trailer oder Pre-Order-Trailer gepostet. Ey, sowas von geil, ne? Sowas von geil. Ich soll ja irgendwie auch mit zwei Kampagnen oder so kommen. Und da bin ich sehr gespannt, wie die so sein werden. Und es ist vor allem auch wieder was komplett Neues. Ich bin noch nicht so bewandert, was den Luftkampf angeht. Bin aber sehr gespannt, wie das mit der Tomcat dann wohl werden wird. So. Ja, da bin ich mal gespannt, wie viele Ziele wir tatsächlich zerstört haben. Ist schon im Baum. Okay. Können wir mal eben ATC, Nellis Air Force Base. Hawk 2-1, inbound. Warum soll wir auf den alternativen Flughafen ausweichen? Wir fliegen erstmal weiter. Erstmal gucken, was da los ist. Ne? Weil ausweichen auf einen anderen Flughafen können wir immer noch. Apex, Nellis. Okay. Nicht, dass sich da noch irgendeine KI eventuell auf dem Rollfeld zerlegt hat oder so. Ich würde schon ganz gerne wieder da landen, wo wir auch gestartet sind. Aber wie gesagt, mal schauen. Hawk 2-1, request navigation assistance. Leichte Funkstörung hier. Ja,
Los Airport-Space. Gut, inbound machen wir gleich erst, wenn wir am Wegpunkt sind, weil da müssen wir dann entsprechend auch den Runway ausrichten und Fahrwerk runter und so weiter und so fort. Elektronische Gegenmaßnahmen können wir schon mal abschalten. Genauso haben wir die Waffen nicht mehr scharf. Schön, ne? Was ich zum Beispiel auch noch nie gemacht habe, ist eventuell irgendwelche Nachtmissionen geflogen oder so. Wenn du das Nachtsichtgerät nicht mehr ganz so viel sehen kann und so. Das kommt bestimmt auch nochmal. Da bin ich auch gespannt drauf. Aber das war mal ab. Haben wir jetzt noch 3 Minuten 40 bis zum Inbound und dann drehen wir ein auf Nellis, was sehen wir hier schon auf der Karte sieht, das ist nämlich Wegpunkt 16 oben rechts. Da müssen wir das Flugzeug auf jeden Fall irgendwie austrimmen. Ja, jetzt müsste es passen. Ja. Na gut. Jetzt dreht er immer nach links runter und jetzt rollt er immer über rechten Flügel rüber. Na gut. Ich denke, da müssen wir leben. So, Nellis müsste irgendwo da vorne rechts gleich auftauchen. Schon mal Füße auf die Pedale hier. Bremsklappen gehen. Die Klappen fahren wir dann gleich aus. Hog 2-1, inbound. Dem vertraue ich nicht so wirklich. Warum zum Henker sollten wir auf den alternativen Flugplatz? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Naja, lassen wir uns mal von überraschen. Also ich setze mich da jetzt einfach mal drüber hinweg und wir landen halt trotzdem da.
2-1, inbound. Nimm mich gefälligst an. Hold 2-1, dog alternate. Möchte ich eigentlich nicht. Weil die Alternative wäre, glaube ich, Creech Air Force Base da rechts irgendwo runter. Wir gucken mal. Weil ich weiß auch, dass der Air Traffic Control oder ATC auf dieser Karte noch ein bisschen verbuggt ist oder überarbeitungswürdig. Die funktionieren auf der Kaukasus-Map um einiges besser. RTB. Naja, dann höre ich nicht auch nicht. Hog 2-1, inbound. Hog 2-1, dog alternate. Nö, die wollen mich scheinbar nicht zurückhaben. Na, das ist mir jetzt aber egal. So, und jetzt mache ich quasi gerade eigentlich alles nur noch über Trim. Sollten es vielleicht nochmal auf den Runway ausrichten. Beziehungsweise über Schubkontrolle eigentlich, ja. Altitude, altitude.
Ach, du ahnst es nicht. Ich habe die Bremsklappen voll ausgefahren und dementsprechend ist natürlich ein bisschen mehr Luftwiderstand da. Da zieht das Flugzeug halt wieder nach vorne. Das machen wir. So, das hier ist eigentlich so der Disarm-Bereich, das heißt hier hält man entsprechend an, um seine Waffen wieder sichern zu lassen, etc. Dementsprechend werden wir jetzt auch einmal hier hin und hier halten und quasi hier die Maschine abstellen. Zack. So. Ah ja, ich weiß, die Video ist noch ready. Das ist wohl jetzt normal, nicht? So. Na schau, so. So, die ganzen Sachen jetzt hier wieder zurückschalten, mache ich nicht immer unbedingt. Ist, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen überflüssig. Okay, Freunde, das war Mission 3 der Red Flag Kampagne. Wie gesagt, ein Zusammenschnitt davon landet noch auf YouTube, damit da auch mal wieder ein bisschen was los ist. Und dann würde ich sagen, freut mich, dass ihr reingeschaut habt. Und ich freue mich auf die nächste Mission mit euch zusammen. Das wäre dann Mission 4, die wir demnächst angehen. Bis dann, macht's gut und danke fürs Zuschauen.